Die Benutzung von Catcher, dem in ChemMotion verwendeten Struktureditor, kann insbesondere für anorganische Moleküle, komplexe oder Polymere etwas trickreich sein. Deshalb werden in den Videos mit den entsprechenden Titeln Salze und Elemente, Liganden und Komplexe sowie Polymere generelle Hilfestellungen und Tricks für die Erstellung dieser Verbindungen gezeigt. In diesem Video soll es in erster Linie um nützliche Hotkeys gehen, die eine effizientere Erstellung von Verbindungen erlauben. Als Beispiel dient die Darstellung des Moleküls Ethan. Generell gibt es einige nützliche Hotkeys wie Steuerung Z und Steuerung Y, um die letzten Änderungen rückgängig zu machen bzw. zu wiederholen. Plus und Minus sind für den Zoom und zentrieren die Zeichnung automatisch. Hier ist es wichtig, dass wirklich nur Plus oder Minus eingegeben wird. Wenn Steuerung Plus bzw. Steuerung Minus gedrückt wird, dann wird nur die Bildschirmansicht größer bzw. kleiner. Mit Escape wird die Markierung durch das Auswahltool wieder rückgängig gemacht. Mit Entfernen können ausgewählte Objekte gelöscht werden. Mit der 1 können alle Bindungsarten durchgewechselt werden. Und mit der 5 kann zwischen den beiden Ladungen gewechselt werden. Für die Atomauswahl auf der rechten Seite können die jeweiligen Buchstaben verwendet werden. So kann nach Markierung das ausgewählte Atom, zum Beispiel durch Drücken der Taste N, in ein Stickstoffatom umgewandelt werden. Durch Drücken der Taste H in ein Wasserstoffatom. Durch Drücken der Taste O in ein Sauerstoffatom und so weiter. Bei Chlor und Brom ist es jeweils die Umschalttaste und C bzw. B. Werden diese Tasten betätigt, ohne vorherige Markierung eines anderen Atoms, werden die Elemente mit der entsprechenden Valenz an Wasserstoffatomen ausgegeben. Die Auswahl von grundlegenden Aromaten und Cycloalkanen kann mit T geswitcht werden. Die Cleanup-Funktion für die gesamte Zeichenfläche kann über Steuerung L angewandt werden. Weitere Hotkeys werden eingeblendet, wenn mit der Maus über die Symbole der Tools gefahren wird. Für die verschiedenen Bindungsoptionen gibt es einen weiteren Trick. Man kann mit der als Standard gewählten Einfachbindung durch weiteres Klicken auf eine Bindung zwischen einer Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindung wechseln. Für andere Bindungsarten muss das Menü genutzt werden.